Pföll und durch diese hohen Temperaturen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wir haben dann innerhalb kürzester Zeit von der Taublitz diese 120 oder 130 Kubikmeter Schnee, die wir für die Anlaufspur brauchen, heruntergeholt. Es wurde dann die Anlaufspur getreten, wie in früheren Zeiten. Und ich möchte darauf hinweisen, dass die Anlaufspur jetzt fertig ist und damit die Grundvoraussetzung für die Durchführung eines sportlichen Bewerbes aus Präparationsgründen möglich war. Der Dr. Leistner war jetzt gerade bei der Behörde im Zusammenhang mit dem Meteorologen und der FIS. Und ich darf dich bitten, lieber Klaus, zu sagen, was da rausgekommen ist. Naja, wir haben erfreulicherweise ja die sportlichen Voraussetzungen von der Schanzanlage her schaffen können, um das Springen durchzuführen. Alle, die draußen waren, haben mit uns miterlebt, dass leider der Wind sehr stark geblieben ist. Und wir haben uns dann im Einvernehmen mit der Behörde unter der Berücksichtigung der aktiven und passiven Sicherheit, also sowohl jener der Sportler als auch jener der Zuschauer, und im Einvernehmen mit der Behörde entschließen müssen, die Veranstaltung leider für heute abzusagen. Sie haben alle gesehen, dass wir gestern trotz der schwierigen Bedingungen in der Lage waren, ein ganz tolles Skifliegen durchzuführen. Man hat also da in hervorragender Abstimmung mit dem Walter Hofer, unserem Reisedirektor, und dem Team der Jury, dem technischen Delegierten unserer Mannschaft hier an der Schanze, einen attraktiven Bewerb sichern können. Für heute ist es trotz aller Bemühungen nicht gelungen. Wer so wie wir zugeschaut hat, wie gearbeitet worden ist, das ist ein tolles Team, das wir hier haben. Und das macht auch sehr zuversichtlich für nächstes Jahr für die Weltmeisterschaft. Wenn das Wetter allerdings nicht mitspielt, dann hat man leider wenig Möglichkeit, das zu korrigieren, und muss zur Kenntnis nehmen, dass halt nicht alles möglich ist, auch wenn man es sich wünscht. Daher, wie gesagt, leider heute kein Skifliegen. Allerdings haben wir gesehen, dass die Organisation hier sehr gut gelaufen ist. Und wir wissen, was wir vielleicht für nächstes Jahr noch vorbereiten können. Und ich glaube, so gesehen war der gestrige Tag nicht nur attraktiv, er war für uns auch sehr informativ und hat gezeigt, dass da die Zusammenarbeit aller, auch im sportlichen Bereich, im logistischen Bereich und auch in der Abstimmung mit den Behörden sehr, sehr gut funktioniert. Aber der Wettergott hat uns heute leider ein bisschen schief angeschaut.